Wir graben eine versteckte Kiste im Garten aus und öffnen endlich die Tür zum Zimmer der Großmutter. Hier finden wir das passende Schloss für den Schlüssel vom Dachboden. Doch was werden wir finden? Und damit sind wir wieder hier im alten Sommerhaus bei Open Roads und werden direkt einmal hier aus Augusts Zimmer hinausspazieren. Und ich glaube, hier war das. Ach ja, ich kann da nicht rennen. Wir haben eine Zeichnung gefunden in der letzten Folge, die uns irgendwo hierhin führt, glaube ich. Genau, hier. Hier können wir graben. You ready to unearth this mystery? You are really getting into the mess on this trip. Crawling through old crawl spaces, digging in the dirt. It's for the sake of the adventure, Mom. Don't let me stop you. Dann nichts wie los. Was finden wir? Einen schwarzen Bildschirm und eine Kiste. Eine Kiste. Cool. Okay, was ist das? Eine Zeichnung. Zwei Leute unter einem Baum. Und wer soll das sein? Vielleicht die Mutter und die Schwester oder die Schwester und ein Freund? Ich weiß es nicht. Drehen kann ich es nicht. Dann haben wir hier noch eine, hallo? Eine Notiz. Auf Wiedersehen, Nachtschatten. Danke, dass du mein Freund warst. Ich werde dich vermissen, August. So this is where August buried her feelings. Mom! Come on, it's sad. What? I don't know. Maybe we should keep it. Maybe August would want it. Ja, wer weiß, ich meine, vielleicht, wir kennen August nicht wirklich. Wir wissen nur, dass es die Schwester von Opal ist. Und dass die wohl gemobbt wurde in ihrer Kindheit von ein paar Jungs. Und dieser Nachtschatten, von dem sie geschrieben hat, das war ihr imaginärer Freund. Der halt nur im Schatten da sein konnte. I think so too. We can just put it in the car. Welcome back, Nightshade. Es stellte sich heraus, dass der wahre Schatz die Freundschaften waren, die wir auf dem Weg geknüpft haben. Scherz. Eigentlich war es das Grab von Augusts imaginärem Freund Nachtschatten. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil ich es gestört habe. Aber da lag doch noch was in der Kiste. Da lag doch noch was. Manu. Und das finden wir jetzt nicht mehr. Die Kiste weg. Und das Ding, was da drin war, auch. Doof. Aber okay. Was ich auch eigentlich viel lieber machen wollte, einmal hier in den Van hinein. Denn für den haben wir auch den Schlüssel. Oh, it's everything I'd imagined. It's got an ugly lamp, an acoustic guitar. Geil. A concerning scent of mold? I mean, what do you expect? It's been under this carport for 30 years. That's why I'm not coming inside. Okay, I'll just look around and get out. It is kind of gross in here. Hey, aber voll cool. Looking for the screwdriver, right? Right. Don't get too nosy, all right? All right, all right. But look at all this stuff. Wir gucken uns alles an. Von vorne bis hinten, oben bis unten. Oh, Lavalampen. Oh, wie geil. Die waren ja früher voll in, als ich Teenie war, ne? Alter Plattenspieler. Okay, aber ein richtig alter. Halleluja. Hä, wie cool. Oh, die Decke. Oh, die Gitarre. Oh, das Kissen. Oh, das. Was ist das denn? Ein Programmheft. Wow. Mom was even into theater back then. Huh. Mhm. Murder at Montague Manor. Mord in der Villa Montague. Oder Montagu. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Ich habe keine Ahnung. Bühnenadaption von Monty Prentice von der Novelle von H.J. Simmons. Ja, cool. Schön. Die Mutter war also schon immer eine Liebhaberin für Theater. Oh, alas. Not so groovy anymore. Schade. Aber könnte sie vielleicht wieder sein. Wobei 30 Jahre, ich weiß nicht, was mit dem Zeug da drin passiert ist in der Zeit. Wahrscheinlich nichts Gutes. Noch ein Programmheft. Theaterskripte Tod eines Verkäufers. Okay. Was liegt hier unten? Da kann ich gar nicht ran.
Was ist das? Ich habe so etwas noch nie gesehen, glaube ich. Aber es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein altmodischer Tacker. Aber ich, wie gesagt, keine Ahnung. Und wow. Ein Brief. Brutal, Lori. Brutal. But kind of fair. Okay, liebe Opal, kommen meine Briefe bei dir an? Ich habe nichts von dir gehört, seit du mir von Kurt erzählt hast. Ich habe dir jede Woche geschrieben. Im Park ist es ziemlich langweilig. Alle lustigen Leute sind weg und jetzt sind es nur noch ich, Gordon und die Deppen von Sandusky. Wenn ich keine Antwort bekomme, gehe ich einfach davon aus, dass du zu beschäftigt mit Kurt bist, um mir zu schreiben. Wenigstens hat eine von uns Spaß. Ich schätze, wir sprechen uns dann wieder, wenn die Schule wieder beginnt, wenn ich dann nicht zu beschäftigt bin. Lori. Rude, nicht gut. Das ist nicht gut. Die Mutter hat scheinbar ihre Freundschaft mit der Lori so ein bisschen vernachlässigt, als sie hier war, mit ihrer Sommerliebe. Nicht so schön. Und hier ist ein bisschen Nagellack, der nach 30 Jahren ganz bestimmt sehr eingetrocknet ist. Die Lampe können wir natürlich nicht bedienen. Das ist in Ordnung. Hier liegen Sachen rum. Hier liegen alte Schallplatten rum. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, darüber zu latschen. So, und da ist das Handschuhfach. Da müssen wir ran. Und alles andere können wir sowieso nicht. Nun gut, dann. Dann öffnen wir das Handschuhfach. Wir nehmen erstmal natürlich den Brief. Holy shit. Oh, es ist einer von Kurt. Babe, diesen Sommer ging da draußen richtig was ab, aber ich muss Schluss machen. Ich kann keinen weiteren Winter mit Schnee ab. Bin auf meinem Bike auf dem Weg nach Cali. Komm mich besuchen, wenn du mal in der Umgebung bist. Kurt. Nicht nett. So, und da ist der Schraubendreher. Juhu. Sehr cool. Den brauchen wir. Und dann können wir hier auch gleich wieder raus. How's the stuff? Cool as you'd hoped. Well, I found, diese Notiz von Kurt. This. You guys didn't just drift apart at the end of the summer, did you? No. I came to work at the diner one night, and they said someone had left a note for me. And it was this stupid thing. That sucks, Mom. I just felt like such an idiot. I'd put all my energy into plans, planning how we'd be able to stay together, planning how our life was going to be, planning how he'd be the answer for how I was going to be okay. And then one day, this. I don't know if I've ever cried as much as I did for the week after I got this. Na, so eine Trennung ist halt nicht leicht. Vor allem, wenn du derjenige bist, der die ganze Zeit versucht, es funktionieren zu lassen. Der überlegt so, okay, wie kann das gehen? Na, und dann der andere so, lass mal. Nicht geil. Er scheint ein Arsch zu sein. He seems like an asshole. Hey, language. Ist doch wahr. But he was. All right. You're not wrong. There was a lesson I should have learned that summer. You can't rely on other people. What? If you put your trust in other people, if you expect them to be there for you, one day they won't be. Leider ist es so. Meinst du etwa, man darf keine Freunde haben oder Beziehungen? So what? You shouldn't have friends or relationships? Well, no, I just mean you can care about other people, but you have to be ready for them to go away and be okay on your own when they do. Are you... You're making it sound like... Are you saying Dad left you? I thought you said you both agreed to get divorced. Well, either way, he's not here, is he? Mom, what happened with you and Dad splitting up? He always makes it sound like you wanted him to leave, but... He does? I mean, if he's telling you I wanted this,
I... See? This is why you need to be okay on your own. If you're fine on your own, when they leave, you don't have to feel this way. Remember that. Well, I've got the screwdriver. Good. That's good. Nicht gut. Also scheinbar ist da mit der Trennung von Mutter und Vater einiges nicht so gut gelaufen und ja, und vielleicht, wer weiß, vielleicht erzählt der Vater ja auch so ein bisschen Mist über die Mutter. Wir müssen jetzt erstmal hin mit dem Schraubenzieher zum Zimmer der Oma und das war, glaube ich, das hier. Ah, genau. Door, we meet again. But this time, I'm ready for you. Then be ready. Juhu! Hey, good work. Thanks, Mom. Alter, wie ordentlich das hier drin ist. Selbst nach 30, 35 Jahren. Wow. Sehr, sehr ordentlich. Hat da ein Pferd... Also das sieht für mich aus wie... Wie von einem Pferd halt. Ihr wisst genau, was ich meine. Ich möchte es gar nicht wissen, denn wie sollte da ein Pferd, wenn die Tür doch zu und... Was ist das? Pfui! Na gut. Also, was haben wir hier? Taschentücher. Schön, ein Kissen, Vasen, irgend so ein Bildnis. Ein Bild mit einem irgendwie ganz coolen Rahmen. Ein Parfum. Schön. Sogar mit so einem richtig alten Zerstäuber hießen die Dinger, glaube ich. Sehr cool. Ah, die Ente. Die Gans. Oh, ist das süß. Finde ich sehr niedlich. Kitschig, aber süß. Man kann sie doch aufmachen. Das sieht aus, als könnte man sie aufmachen. Ich will sie aufmachen, ich will wissen, was da drin ist. Manu. Warum zeigen die mir das so offensichtlich und dann darf ich nicht? Oh, my mom loved this desk. I remember when she brought it home from the flea market. Jeez, how many desks did Grandma have? Kind of a lot, I guess. I mean, she was a writer. She liked to move around. Well, let's see what she was hiding in here. Ugh, it's locked. Welche Überraschung. This gives me an idea. Der kleine Schlüssel von Omas Tagebuch? Vielleicht. The little key from Grandma's diary? Right. Oh, dafür war der also. Okay, warte, dann gucken wir uns das gleich an. Erstmal, ich hatte hier gesehen, ist noch eine Postkarte und eine Bibel und ein Buch. Ich will die Postkarte. Da. Erstmal drehen wir sie um. Oh, cool. Und dann lesen wir sie. Schatz, jetzt warte mal. Es klingt fast so, als würde da jemand plötzlich kalte Füße bekommen. Wir hatten einen Plan. Leo stirbt, ich verschwinde über die Grenze und wenn der Sturm vorübergezogen ist, folgst du mir. Das funktioniert nicht, wenn nur einer von uns verschwindet. Ich habe hier oben alles, was du dir jemals wünschen könntest. Ein eigenes Haus, eine ruhige Kleinstadt, in der niemand unsere Namen kennt und einen Haufen Geld, der uns bis wer weiß wann unterhalten kann. Die Kinder werden es auch lieben. Welches Kind würde nicht gern auf einem Boot leben? Schlag dir diese einfältigen Ideen aus dem Kopf, kehr zum Plan zurück und wir sind bald wieder zusammen. Aha. Klingt fast so, als hätte die Oma auf einmal wirklich kalte Füße gekriegt. Auf einmal, wir hatten einen Plan. Leo stirbt. Also der Tod von dem Opa war Teil des Plans. Heißt das, die haben den Opa umgebracht? Ich hoffe nicht. Would you have loved living on a boat? I don't think so. I wonder what age he thought I was. He couldn't have thought a teenage girl would want to... Wait. I hadn't even thought of that. My mother was just going to take me and August, and we were all going to run off to Canada?
I mean, of course she wasn't just gonna leave us behind, but... Sounds like Grandma had some big plans worked up. Well, look, he said she started having cold feet. And she must have written him back and said she wasn't sure if she could come after all. You think she realized that maybe her kids wouldn't have been so happy moving onto a boat with some random man in Canada? Can I start calling him Canada Man? You can call him whatever you want. This is so strange. Love makes you do crazy things. Love or grief? Both? Aber Reue weswegen? So, hier haben wir noch Bücher. Aha. Ein Astrologiebuch, mit dem wir nichts weiter machen können. Und eine Bibel, die wir lesen können. Achso, die Heilige Schrift, illustriert. Schön. Legen wir mal schnell wieder zurück. Und jetzt zum allerwichtigsten Schreibtisch. Was haben wir? Okay, hier ist scheinbar ein Bild von Opa und Oma. Hier ein kleiner Zettel, da ein Stift, den wir nicht nehmen können. Na gut. Ein Aschenbecher. Okay, ja, es ist wunderschön. Wir legen es mal zurück. Und Beileidskarten. Okay. Unser Beileid, unsere Gedanken sind bei euch, Janet und Michael Richards. Okay, das ist eine. Und hier haben wir noch eine. Unsere Gedanken sind bei euch. Helen, es tut uns so leid, von eurem Verlust zu hören. Bitte melde dich bei uns, wenn wir irgendetwas für euch tun können. Die Salzmans. Okay, also das ist das Überbleibsel dessen, als der Opa gestorben ist. Das wird er wohl sein mit der Oma an der Hochzeit. Ein süßes Bild. Ein echt schönes Bild. So, und hier? Was ist das? Ein Name! Ein Name! Helen, du kannst mich nicht einfach hier zurücklassen. Ich habe das alles für dich getan. Nur für dich. Und das sind auch meine Kinder. Denk daran, ich muss einfach ein Recht auf sie haben. What? Warte. Es sind auch seine Kinder. Pierre Lautrec, Lautrec, Lau, was auch immer. What? What's that? I'm sorry. What? What does he mean? When he says those are his kids. I was Grandpa Leo not your real dad? I could that have been why he was trying to run away with you in August and Grandma Helen? I can't even imagine. Look, look, Mom. Look. This one. This note. It has a return address. Pierre Lautrec. Box 9. Hoptoo Lake. Carndale, Ontario. Wir sollten dorthin. We should go check it out. What? No. No? But... Tess! We already drove however many hours up here and dug around getting dirty and all this stuff. I'm not driving us to Canada based on some return address from over 30 years ago. We have the rest of the house to pack up and I still need to call the electric company to schedule our end of the service, which I probably should have done sooner and... Mom, stop. Es geht hier um deinen Vater, um deine Wurzeln. Das Haus kann noch einen Tag warten, diese Sache nicht... Du willst keinen kleinen Ausflug nach Kanada machen? The house can wait a day. This can't. The house actually can't wait. A day? I mean, come on. It can't be that far of a drive. It says it's right across the border. And if we don't do it now, you think we're really ever gonna come back? You could find out who this guy really was. Who your father really was. Who we really are. But not if we just turn around and go home. Okay, listen. Yes. Hey, I'm not doing this because of your sterling rhetorical skills. You didn't win this one. I just happen to agree with you. I do want to know who my mother might have been mixed up with, and why she never told me about it, and who my real father is.
And if we go check out this address, we might find nothing. But we might find something. So if one more day of driving is all it takes to find out one way or the other... Then why not, right? Right. Glad I could convince you. No, you just happened to be right. Exactly. Glad you came around to see things my way in the end. Okay. Should we get going? It's getting dark. Yeah. Let's find somewhere to stay for the night. We'll look up directions. Get back on the road in the morning. Hotel night. We're getting room service. Thank you, Mom. Best weekend ever. But we didn't find that hidden fortune you were so excited about. Yeah. Maybe it's on the other side of the border. Maybe. Come on, let's get out of here. Ach, wie cool. Oh mein Gott, ist dieser Pierre Lautrec Mamas echter Vater? Ein Skandal. Wir haben eine Adresse in Kanada gefunden. Das müssen wir überprüfen. Wir sollten uns auf den Weg machen. Und genau das werden wir tun in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.